Video von Jorvik Racing. Wir sind in der Reiterarena und es geht um die dritte Sprungstrecke der Baroness. Auch dieses Rennen ist mit dem Starter Pony am besten zu bewältigen, weil es einfach wesentlich wendiger ist als alle anderen Pferderassen in Star Stable. Ja, ich spiele direkt das Video ein und erkläre, wie die Abkürzungen am besten gehen. Ich reite das komplette Rennen in der schnellsten Gangart. Das Pony ist wendig genug, dass wir nicht abbremsen müssen. Vor allem hier jetzt an der Stelle können wir schön sofort um die Kurve rumgehen und brauchen auch nicht von vorne drüber springen. Das reicht so, wenn man von der Seite drüber springt. Mit einem Pferd müsste man jetzt erst noch ein Stück geradeaus reiten und stark abbremsen, um überhaupt hier die Kurve zu schaffen, um dann über das Hindernis zu kommen. Ja, das reiten wir erstmal ganz normal. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir sehr viel Zeit einsparen können. Und zwar, das übernächste Hindernis befindet sich nicht hier, wie man jetzt vielleicht erstmal denkt, das gehört zu einem anderen Streckenabschnitt, sondern das nächste übernächste Hindernis ist hier ungefähr. Das heißt, wenn wir normal reiten würden, würden wir hier drüber springen, würden hier eine Kurve reiten und mit einem Pferd auch stark abbremsen, um überhaupt die Kurve machen zu können und würden dann in diese Richtung zu dem nächsten Hindernis reiten. Wir machen Folgendes. Wir werden hier nicht drüber springen, sondern wir werden vorher abspringen, dass wir gegen das Hindernis laufen und davon abprallen und dann sofort diesen Weg laufen können. Ja, lass ich mal weiterlaufen, gut aufpassen. So, jetzt können wir sofort zu dem Hindernis und müssen nicht erst hier diesen Umweg laufen. Jetzt kommt ein weiterer Vorteil vom Pony. Das nächste Hindernis ist dieses hier auf der Seite und wir können mit dem Pony, weil das so wendig ist, sofort hier nach links abbiegen und darüber springen. Mit einem Pferd müssen wir entweder unheimlich stark abbremsen, um diesen Weg zu schaffen, weil das nicht so wendig ist. Wahrscheinlich würden wir aber eher hinter diesem Hindernis hierher laufen und dann hier drüber. Also man sieht schon an dem Weg jetzt mit der Maus so rum, es ist viel, viel weiter wie so. Ja, und das bringt uns halt einige Millisekunden ein. Dann der Rest ist eigentlich erstmal relativ einfach. Immer schön kurz reiten. Und hier sind die letzten beiden Hindernisse relativ dicht beieinander. Man muss also zwei Sprünge direkt hintereinander machen. Da halt aufpassen, dass man das rechtzeitig den zweiten Sprung schafft, damit man hier nicht hängen bleibt. Und ansonsten ist es ganz einfach, der Rest. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Ausprobieren der Strecke. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und abonniert gerne kostenlos unseren Kanal. Seid gerne wieder dabei beim nächsten Video und ich sage ciao mit au und bye bye.